hören jetzt Margit Konrad, die rheinland-pfälzische Ministerin für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz. Bis 2001 war sie Bürgermeisterin in Saarbrücken, vorher Mitglied des Saarländischen Landtags. Frau Konrad ist seit 2011 Ministerin für Umwelt, Forsten, Rheinland-Pfalz und seit 2006. Herzlich willkommen, Frau Konrad. Bitte schön. Zusammen, im Übrigen mit vielen, mit denen ich vor mehr als 25 Jahren schon gegen den Bau von Cattenau demonstriert habe. Und es ist gut zu wissen, dass diese Bewegung nach wie vor so stark, so bunt, so engagiert und vor allen Dingen auch so jung geblieben ist, liebe Freunde und Freundinnen. Wir schicken heute von Perl einen ganz starken rot-grün-bunten Gruß nach Berlin und wir sagen der Bundesregierung, wir lassen nicht locker, nicht eher, bis ihr aufgehört habt mit diesem Atomkurs, ob ihr zurückredet oder ob wir euch stoppen in den Parlamenten oder über die Straße. Landesregierung und ich sage euch auch, wir haben beschlossen und es ist unsere Politik, wir halten fest am Atomausstieg und an einer anderen Politik für erneuerbare Energien, für Energiesparen und für Energieeffizienz und wir sind damit erfolgreich. Heute hier in Berlin oder auch gegenüber der Bundesregierung. Sollte die Bundesregierung versuchen, ihre Laufzeitverlängerungen mit ihrem Rückschritt aus dem Atomausstieg gegen den Bundesrat und ohne die Zustimmung des Bundesrates durchsetzen zu wollen, dann werden wir klagen, und zwar schon bei jeder Laufzeitverlängerung. All denjenigen, die das sagen, denen werden wir entgegenhalten. Wir haben die Brücke gebaut mit dem Atomausstiegsgesetz 2002 bis 2022, wenn der letzte Reaktor vom Netz geht. Und wir sagen, wir werden das auch des Energiebedarfs über Atomenergie gedeckt werden. Dann bräuchte man, wenn man 10% der heute fossilen Energie aus Klimaschutzgründen durch Atomkraftwerke ersetzen wollte, mehr als 1000 neue Atomkraftwerke weltweit. Wir haben gerade etwas mehr als 400. Daran sieht man doch, wie absurd eine solche Politik ist, wie absurd solche Thesen sind. Hier aus Frankreich, aus Luxemburg, aus dem Saarland und aus Rheinland-Pfalz. Ja, wir achten auf Cattenau. Wir gehen jedem Störfall, auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, jedem Störfall, jeder Störmeldung nach. Und wir setzen das Thema Sicherheit ständig auf die Tagesordnung der Deutsch-Französischen Kommission. Aber auch dann, bei all unseren Anstrengungen, können wir nie garantieren, dass es nicht das gibt, was auch im Übrigen Cattenau immer wieder negativ auszeichnet, dass es immer wieder menschliches Fehlverhalten ist, was zu Störungen oder auch Schnellabschaltungen führt. Das zeigt doch, man kann nicht auf eine Technologie setzen, die nie verfehlen darf, wenn der Mensch eben derjenige ist, der nun eben ganz menschlich Fehler macht. Das ist unverantwortlich, auch aus diesem Grunde. Und deswegen
Leute, wir alle stehen heute hier, weil wir bewiesen haben, dass wir stärker sind als die Atomlobby. Und weil wir auch bewiesen haben, dort wo eine andere Politik gemacht worden ist, dass wir eine echte, sichere, verlässliche und auch billigere Alternative haben, nämlich mit Energie einsparen, mit Energie für Effizienz und mit den erneuerbaren Energien. Und ich kann euch sagen, wir haben das in Rheinland-Pfalz auch bewiesen. Das ist wahrlich kein klassisches Energieland von Anfang an gewesen. Aber heute wird bei uns jede vierte Kilowattstunde Strom bereits aus erneuerbaren Energien produziert. Und bei uns gibt es 27% des Stromes aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Nur zur Erinnerung, die Bundesregierung will erst bis im Jahr 2020 20% haben. Wir sind heute schon drüber. Und wir sind auf Platz 3 in Rheinland-Pfalz im Länderranking bei Photovoltaik- oder solarthermischen Anlagen. Und ich weiß, es profitieren ganz viele Arbeitsplätze davon. Ich komme gerade aus einer Gießerei, die heute Motorblöcke herstellt für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Bei uns profitiert die Anlagenmaschinenbau von diesem neuen Energiepolitik. Es profitieren natürlich auch die klassischen Hersteller von erneuerbaren Energieanlagen. Es profitieren Elektro- und Elektronikindustrie. Es profitiert die Chemiebranche. Also die klassischen Industrien profitieren davon. Wir sagen, wir wollen diese erfolgreiche Politik für Arbeitsplätze fortsetzen. Und die Bundesregierung sind diejenigen, die mit alter Technologie zurück in die Vergangenheit will. Und das ist auch gefährlich für den Industriestandort Deutschland. Und auch im Übrigen in Frankreich, wenn man das dauerhaft beobachtet. Er ist schon mittendrin, er ist im Gange. Und wir lassen nicht locker, bis wir, ob in Frankreich oder an anderer Stelle und erst recht jetzt in Deutschland, wieder zu einer vernünftigen, zukunftsorientierten Politik kommen, die Bedürfnisse der Menschen von heute in Zukunft und vor allen Dingen auch global in den Mittelpunkt stellt. Vielen Dank. Thank you.
meine Damen und Herren. Ich sag dir,